Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Big Internet mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sage 2020 Demo zu David Get Keen. Dieses Spiel spielt sich eher wie Adventure Sonic bzw. wie Spark the Electric Chester 2 oder künftig Spark the Electric Chester 3. Und nur diesmal wieder mit einem weiteren Originalcharakter, David. Keine Ahnung, was es mit ihm auf sich hat, aber ja. Ah, Character Bias, da kriegen wir das, da kriegen wir genauere Informationen über den Charakter. David. He's a super slick and pessimistic Australian teen gifted with incredible powers, but with very little will and motivation to use them. Sarah Keen. Das ist seine Schwester. Ach, nee. Sidekick. She's David's new sidekick. She is very focused and hardworking, believing that her efforts will be rewarded one day. She's looking for a new life after she was involuntarily let go from military. Sie waren mal beim Militär, huh? Olivia Keen, Sarah Keen, sagen, ah, lernen wir mal seine Schwester kennen. Sarah, ach so, nein, das ist die Schwester von Sarah Keen. Sarah Keen's younger sister. She's a big weep and hoodie enthusiast. Despite ordinary's first impressions, she's one of the smartest people in existence, a true anomaly. Hoodie enthusiast. Also, sie mag auch so Hoodies. Tess, the evil older sister of David. Oh, natürlich. Und dann? Ach nein, Blödsinn. Ich denke gerade an den Titel David Cat Keen, aber David heißt ja nicht David Keen. Nur die beiden heißen Keen. Und jetzt bekommen, und jetzt, ja, jetzt checken wir mal sein Davids Schwester aus. The evil old sister of David. She can foresee the future and owns large business monopolies. Oi, eine Geschäftsfrau. Wir haben einen weiblichen Donald Trump. Okay, okay, ja, der war schlecht. Der war schlecht, ich weiß. Oh, gerade sagen, komme ich da wieder raus? Mit Startknopf ging das komischerweise nur. Game Tips. Spin, press the right mouse button or B button auf den Xbox Controller. Und perform a spin. Spinning can destroy enemies. Extend your jump and increase your speed down slopes. Press shift or X to perform a dash. This can be used to get your speed to 40. It can be used to the air to extend your jump. It can also be used to scale walls. Stomp. Press the left mouse button or the right shoulder button to perform a stomp. Stomping sends you beating towards the ground. Making it good use at high speeds to quickly land on platforms. Ist ja wie bei, ist auch wie bei Sonic zum Beispiel. Der Homing Dash oder die Homing Attack. Press space or A in the air while near a target with a homing reticle to perform the homing dash. This can be used to destroy enemies. Hold down the button to extend the hate gain unless used on bouncy balls. Lemon Dash. Press E or Y while near a trail of lemonade to ride along it. Also es ist praktisch der Lichtgeschwindigkeitssprint. Wir dringen nur jetzt mit Limonade. Camera Movement. Ja, the right stick. Ja, 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 okay. Advanced Tips. Guck mal, das ist auch noch an. Spin Jump. If you jump immediately after spin, your jump will gain more height. This can be useful for clearing tall jumps while maintaining high speed. Spin turn. While spinning, you lose all friction from turning. Useful for making sharp turns. Final score algorithm. The final score you get for completing a stage is decided by the following algorithm. Commission plus score. Time at 20 deaths. 1000. The time value is counted by second. Okay, ja, haben wir jetzt mal die Tipps angesehen und jetzt können wir mal die Demo spielen. Aber to avoid
TOS Final Ship. Nehmen wir mal TOS Final Ship. Ja, natürlich sammeln wir Limonade anstelle von Ringen hier. So. Ach, das ist ein Dashpin? Und hier die Sprungfeder. Ja. Hat einen interessanten Grafikstil, muss ich sagen. Diese Spin hat mich schon fast irgendwie an Crash Bandicoot. So. Können die nicht zielen, die Feinde, oder was? Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, ich könnte sie auch einfach überspringen hier. Und Full Speed! Ah! Oh, okay, hab mich gerade noch retten können irgendwie. Aus welchen Gründen auch immer. Oh shit! Die meint sie echt ernst. Ah, jetzt falle ich auch noch runter. Alter, ich kriege ja gar nichts hier auf die Reihe. Krieg das auch immer hin hier? So, jetzt aber. Oh. Da hänge ich dann vollkommen fest. Oje, was verfolgt mich denn da? Ih, geh weg von mir. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Ich kann ja den Abgrund gar nicht erkennen hier. Okay, das war auf jeden Fall ein Checkpoint. So. Verpiss dich. Und der macht mich fertig. Alter, das Spiel ist echt nicht einfach. Es ist gut aufpassen. So, jetzt. Nein, lass das. Puh. Hier muss man ein Plattformgeschick zeigen. Nein! Ich hätte spinnen und springen müssen. Na toll. Wo soll das noch enden? Kann ich mich dann noch retten? Okay, kann ich zum Glück. Wo bin ich denn jetzt hier? Auch hier lauern Feinde, die auf einen ballern. Bist du des Wahnsinns? Alter! Was ist denn mit mir los? Und krieg ich meinen... Und kriege ich die Sprünge nicht hin? Ein Glück, dass ich ja unendliche Leben habe. Puh, da fahre ich beinahe wieder runter. Puh. Ja, Tom, bei dem sterbe ich? Was? Nein! Bleib weg! So, jetzt war. Das darf nicht wahr sein! Wie schwer ist der Scheiß? Die Sprünge müssen ja absolut. Was dafür absolut brutale Sprünge verlangt werden hier. Nicht normal hier. Okay, wollte schon sagen, man kommt nicht die Homing Attack. Okay. Nein! Wie schwer ist der Scheiß? Wie komme ich denn da rüber?
Wie Timber muss denn da aufgebaut werden? Ich dachte, das geht hier noch aus. Da ich dazwischen abbiegen kann hier. Come on, so und jetzt zwar. Anlauf nehmen. Ja, so geht das. Full Speed hier. Hä? Wie soll das gehen? Ah, Mann! Bleib doch oben! Verdammte Scheiße nochmal! Okay. Was ist das Spiel? Ich weiß nicht, ich sack da extremst. Aber das habt ihr eh schon gemerkt. Okay, bei dem muss ich Spin einsetzen. Nur so kann ich sie auch wirklich erledigen. So, volles Tempo und dann passt das schon. Uah, sehr schön. Oh, bist du das Wahnsinn, ey? Oh, Checkpoint, danke schön. Ja, bin ich froh, dass es hier einen Checkpoint gibt. Hä? Moment, ach so. Sehr schön, wow. Alter, die verlangen immer geschickteres Platforming. Vor allem, wenn man das speedrunnen sollte, wie soll das denn gehen? Und, oh. Nein? Was? Geht's denn jetzt hier weiter? Ich sehe da keinen. Oh. Moment mal, was ist denn da oben? Ich hätte weiter spinnen sollen, aber. Was ist das denn? Echt merkwürdig das Ganze. Wieso springst du nicht? Der fällt einfach runter. Ach du Scheiße. Vielleicht geht das wirklich nur so. Uff, jawohl. Sehr schön. Nein, der hat gerade der scheiß Spin auf. Oh Mann, ey. Wow, das ist mal eine High-Speed Homing Attack hier. Pisst euch! Uff! Shit! Wir haben jetzt echt Schiss gemacht. Jetzt war. Checkpoint und. Oh! Lightspeed Dash? Tatsächlich. Aber wo hat er das jetzt mich hingeführt? Das führt dir doch ins Nichts! What the fuck? Wozu gibt's denn diese Spur an Limonadendosen? Hä? Okay, wie soll ich die jetzt besiegen?
Die ballern doch nur am laufenden Bande. Soll ich wirklich nur an ihnen vorbei? Das ist die einzige Möglichkeit. Ah, wenn ich Escania, den Scheiß. Ob ich den Level jemals betten kann hier? Oh! Shit. Shit! Oh nein, die ballern immer weiter. Ach du. Ah, die Plattform hier auch immer kleiner, ist klar. Dass die wieder verlangen. Ah, Checkpoint. Süßer, süßer Checkpoint. Pff, übertreibt halt mit euren Lasergeschwadere. Hä? Was soll ich da jetzt machen? Ja, toll. Pff, wow, was? Alter, wie soll ich denn? Es bringt doch nichts. Die Wichau. Hä? Da geht's runter? Aber in den Abgrund. Jetzt, das war vorher aber nicht da. Vor allem sieht man das auch hier nicht. Das ist eine einzige gemeine Falle und, Alter, ich hasse das. Wie soll man denn da durchkommen? Ohne dass man hier abgeballert wird. Hä? Vor allem, wie kommt man da hoch? Kommt das so nicht hoch auf diese Art und Weise? Der Sprung ist doch viel zu gering. Ach, ich drücke wieder den falschen Knopf. Ich wollte dashen. Dachte, das ist die Schultertaste, aber die ist nur für die fucking Kamera. Oh, wieder zu spät gesprungen. Man sieht doch den Abgrund gar nicht hier. Ja, und jetzt zu früh. Shit. Bin natürlich im Dauerfeuer ausgesetzt, den man nicht mehr ausweichen kann. Sollen wir denn sich gegen sowas zur Wehr setzen? Gibt es denn keine Schildmöglichkeit? Man muss da sofort hoch, weil sonst hat man keine Möglichkeit, hier voranzukommen. Das ist doch wahnsinnig. Oh, ja! Ich check das nicht. Wie soll man hier durchkommen? Ich sterb doch dort da. Du spielst doch verrückt hier. Was verlangt denn das eigentlich von einem? Ah, wie jetzt? Das wäre sich beinahe ausgegangen? Hatte ich etwa genug Speed drauf? Ach, nein, ich krieg's nicht hin, ich komme da nicht hoch. Was soll ich da machen? Kann man Wandsprünge machen oder was auch immer für ein Scheiß? Ich habe keinen blassen Schimmer hier. Was das Spiel hier verlangt. Ich kann mir das nicht schön, was das Spiel hier von einem verlangt. Da abstürzen bringt er auch nichts. Das sieht man doch. Ne, ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Hä? Was ist denn das für ein... Ich schaff's einfach nicht bis zum Ende.
Wenn ich sie versuche zu bekämpfen, werde ich nur abgeballert. Die ballern einfach ohne aufzuhören. Ich verstehe das nicht. Was verlangen die bitteschön da? Bullshit. Gut, bringt nichts. Ich weiß nicht, wie man da weiterkommt. Dann machen wir mal die Teststrecke hier. Ach so! Ja, super. Hätte das vorher gewusst. Ich hätte vorher diese Teststrecke machen müssen. Wieso kann ich da ein Dash bei der Wand hochlaufen. Dadurch wäre ich hochgekommen. Scheiße. Hätte ich das vorher gewusst. Wo? Man soll es aber nicht zu früh machen. Sonst landet man nicht auf der Plattform, die man eigentlich landen will. Fuck it. Also das Spiel ist echt heftig. Ich sack hier einfach wie sonst was. Komm da bitte hoch, Mann. Ja, wie wär's damit? Und die Kamera sollte sich mal in eine Position begeben, bei der ich auch was anständig sehen kann. In Ordnung. So. Lieber warten, bis das der Schatten da ist. Oh. Hm? Hä? Wo muss ich da jetzt hin? Hm? Ich wäre schon vorbei gerast. Ach du Scheiße. Ist denn was? Ach du Scheiße. Ja, es ist ganz interessant, ein interessanter Grafikstil und ich kann appreciaten, dass es sich wie in Adventure-Titel spielt, aber ich finde, ich hatte bessere Kontrolle in Spark. Das ist wirklich das, also 3D-Spark, das ist schon deutlich, das kommt mir schon deutlich wie ein besseres, das kommt mir schon eher wie, ein Adventure 3 vor. Das ist wirklich schon eher das Nächste, was für ein Adventure 3 erwarten darf. Und mit Spark 3 dann noch ein Adventure 4. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, wenn es erstmal soweit ist. Das wird geil. Verstehe nicht ganz. Ja gut, ich nehme mal die ganzen Limonandosen. Da habe ich eine Homing Attack hier. Das heißt, wenn ich es kann, tauchen die Feinde auch wieder auf.
Nope. Ich glaube mal nicht. Aber hätte ich das vorgewusst, dann wäre ich da schon durchgekommen durch dieses Ballergeschwadere. Ja gut, ich würde mal sagen, wir haben ja gesehen, wie es sich steuert und ein bisschen was. Sorry, wenn ich jetzt nicht die Level beendet habe. Ich hoffe, das macht auch nichts aus und dass wir hier an der Stelle das Let's Show beenden. Ich komme einfach mit dem Spiel nicht wirklich gut zurecht. Ja, es steuert sich nicht schlecht, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht. Schon extrem heftig, fast schon. Und noch dazu manchmal doch ein bisschen hakelig. Dadurch deutlich weniger Probleme bei Spark, muss ich sagen. Weil das Spiel sei daran inspiriert, beziehungsweise an Adventure, also Sonic Adventure. Naja. Aber an sich nicht schlechter und interessanter Grafikstil, so aus den, wenn man schon sieht, wie aus den alten 60ern oder so, auf jeden Fall schon mit dem Bilde, was auch immer. Und diese Leuchteffekte, das, ja nicht bloß von allen Fans, kommt mir wie ein Projektor vor, wie ein alter, aber so richtig, ja, das kommt mir wie ein Projektor vor. Auch interessanter Grafikstil, muss ich sagen. Ja. Aber was meint ihr? Eure Meinung dazu in die Kommentare, genauso wie der Download-Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Sage 2020 Titel und weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen und tschüssin, Leute! Now you know.